Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Francis Rose Art. Herzlich willkommen natürlich auch allen denen, die mich heute hier zum ersten Mal sehen. Ich habe bestellt. Ich hatte ja vor 14 Tagen einen großen runden Geburtstag und habe mir im Zuge dessen Gutscheine von Gerstecker und Bösner gewünscht, da das mein größtes Hobby ist und jeder, der malt, weiß, man kann nie genügend Kunstutensilien besitzen und schon gar nicht genügend Skizzenbücher. Wer mich kennt, weiß, ich habe da eine absolute Obsession. Ich habe hier welche bestellt bei Gerstecker von Art Creation. Die sind relativ preiswert und wie ich finde aber sehr, sehr gut. Also vergleichbar für mich mit den Leuchtturm- oder Moleskine-Büchern, so ein bisschen zumindest in der ganzen Haptik. Ich habe tatsächlich noch nie so richtig geguckt, ob die Papiere ähnlich qualitativ sind. Sie fühlen sich auf jeden Fall so an. Also ich bin damit zufrieden, dass von dieser Firma habe ich mittlerweile 4 Skizzenbücher in verschiedenen Formen und Größen. Also eben das Panorama, was man auch gerne mal für so eine Landschaftsskizze nehmen kann und eben hier so ein klassisches A5. Und ich finde die richtig schön. Ich habe das mal in Weiß genommen, weil ich es gern bemalen möchte. Und es könnte sein, dass ich mir dazu tatsächlich noch Stiftschlaufen kaufe. Die gibt es ja tatsächlich extra für die Leuchtturmbücher. Und die kann man ja auch da reinkleben. Finde ich eine ganz gute Sache, gerade wenn man eben nur mal so einen Stift braucht. Wie gesagt, die Bücher sind wirklich von sehr, sehr guter Qualität und für den Preis unschlagbar. Die Preise werde ich euch natürlich hier einblenden. Aber natürlich habe ich noch mehr gekauft, denn ich habe sehr viele Gutscheine bekommen und darüber habe ich mich extrem gefreut. Vielen lieben Dank, vor allen Dingen an meine Familie, meine Söhne, Schwiegertochter, meine Herzenstochter und meine Mama und mein Onkel und Tante natürlich auch. Die waren alle sehr, sehr großzügig und somit konnte ich mir einiges neu kaufen. Hier habe ich mal eine Ausziehtusche bestellt in Gold, weil ich wollte gerne eine relativ flüssige Goldfarbe haben, die man so bei den abstrakten Bildern einfach mal so für obendrauf vielleicht mit einer Feder nutzt oder einem feinen Pinsel. Das werde ich dann auch alles in diesem Video noch austesten und ich bin echt mal gespannt, ob ich da einen guten Kauf gemacht habe oder ob das unsinnig war. Bei Gerstecker ist immer alles super gut verpackt. Ich nutze dieses braune Packpapier tatsächlich, hebe das immer auf. Ihr seht, wenn ich auf meinem Tisch filme, immer braunes Packpapier, das ist das aus den Kisten. In dieser Verpackung wurden mir Derwent-Stifte eingepackt. Ich habe lange überlegt, das hatte ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, ob ich mir die Derwent Inktens kaufen soll. Und ich war mir einfach nicht sicher, weil die ja nicht mehr anlösbar sind. Also die sind wie Aquarellstifte, aber eben nicht mehr anlösbar, wenn sie einmal angelöst wurden und dann getrocknet sind. Ich war aber trotzdem neugierig und habe mir gedacht, ich nehme einfach die dunklen Töne. Wenn ich sie eben nur für Skizzen nutze, dann kann man damit auch schon mal was anfangen. Ich habe auch wieder meine White Nights Farben aufgestockt. Mir ist aufgefallen, dass bei meiner letzten Bestellung habe ich gar nicht so richtig auf die Nummern geguckt und habe mir einige Farben doppelt bestellt. Diesmal habe ich ganz bewusst Blautöne bestellt. Ihr wisst ja, ich mal sehr, sehr gern und viel irgendwelche Galaxien oder abstrakten Bilder, das passte. Dann habe ich mir noch die Derwent Wassertankpinsel bestellt. Mit denen habe ich auch schon sehr, sehr lang geliebäugelt und bin froh, dass ich sie mir jetzt endlich gegönnt habe. Sie machen wirklich auf den ersten Blick einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Und hier ist das Kärtchen mit den Pinselspitzen, mit der Größenangabe. Die sind schon mal so auf den ersten Blick auch sehr, sehr gut. Sie haben eine gut schließende Kappe, das finde ich immer ganz wichtig. Und auch die Borsten scheinen erstmal sehr gut zu sein, also keine absolute Schrottware, meiner Meinung nach. Die Wassertankpinsel haben auch einen echt großen Tank, das finde ich auch sehr charmant. Und so eine softe, mittlere, ja, so einen soften, mittleren Teil, wo man immer mal nachdrücken kann. Und das Wasser läuft dann vorne aus der Spitze raus. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Das bedarf etwas Übung, damit man sich nicht immer so dicke Wasserflecken auf die gemalten Bilder macht. Ich würde die auch tatsächlich wirklich nur so für unterwegs und eventuell Skizzen nutzen, wenn ich jetzt ernsthaft etwas male.
nehme ich doch lieber richtige Pinsel. Und da wären wir bei einem super schönen Pinsel von Winsor & Newton Professional Watercolor. Da habe ich mir erstmal nur einen einzigen bestellt, in einer klassischen Größe, die, wie ich sie immer nutze. Ich glaube, es ist 6. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie der sich macht. Ich habe für meine Stempel, die ich bei Temu bestellt habe, auch nochmal ein anderes Stempelkissen bestellt. Das Dazz-On ist eine Stempelfarbe, die auf allen Materialien hält. Nicht zu vergessen, dass sie dann natürlich auch auf euren Acrylstempelblöcken festhält, sozusagen, also dran, die einfärbt. Oh, manchmal fehlt mir das Deutsche. Die deutschen Worte. Aber das ist ja gerade auch interessant. Auch das werde ich austesten und bin mal gespannt. Ja, zuerst kommen noch die uninteressanteren Dinge, obwohl uninteressant ist das falsche Wort. Hier habe ich einfach nochmal einen schwarzen Wasser-Aquarellpapier-Block von Van Gogh. Den habe ich ja schon öfter benutzt und von Fabriano Pittura. Der ist eigentlich für Acrylfarbe, also der hält richtig was aus mit 400 Gramm pro Blatt. Die nehme ich auch gerne mal, gerade wenn ich auch mit Ölpastellen arbeite und ja, wertiges Papier brauche. Das sind so Nachkäufe. Und jetzt kommt, da habe ich noch ein Lineal, das ist auch nicht für mich gewesen, das habe ich nur mitbestellt. Ach ja, und das, was ich ganz am Anfang ausgepackt habe, dieses große Paket, das war auch nochmal das Pittura von Fabriano, das Acrylmalpapier in 70 x 1,05 m. Bögen für 20,80 Euro. Mein persönliches Highlight sind diese Museum-Aquarellstifte. Ich hatte hin und her überlegt, ob ich Inktens mir eine große Kiste kaufe oder eben Caran d'Ache Aquarell Museum bzw. Museum Aquarell und habe mich dann für die Aquarellstifte entschieden. Die haben mich auf irgendeine Art und Weise mehr angesprochen, deswegen nur die 6 Inktens, um sie überhaupt einmal auszutesten. Was bei den Museum-Aquarellstiften richtig gut ist, ist auf jeden Fall die Pigmentierung und die Lichtechtheit. Dabei geht es ja bei diesen Stiften auch darum, dass diese Bilder, die ihr damit malt, wirklich auf sehr, sehr lange Zeit haltbar sind. Und ich werde euch aber gleich noch genauer was zu den Stiften erzählen. Erstmal schauen wir uns die Inktens an. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem mit den Etiketten kennt. Ich habe so eine absolute Macke, egal was ich kaufe, ob es ein Buch ist oder ein Glas oder sonst irgendwas oder eben Stifte. Ich muss überall diese Klebedinger abmachen. Ich hasse es. Also mein Fazit zu den Inktens schon mal sehr gut. Ich habe ja jetzt Farben genommen, die man gut für Skizzen nehmen kann. Ein Schwarz, ein Sepia, ein dunkles Braun und 3 Blautöne. Und finde sie auch angelöst schon sehr interessant. Muss ich noch ein bisschen rumprobieren, bin aber schon mal sehr begeistert. Der Pinsel von Winsor & Newton ist auch sehr, sehr gut. Also ich habe da versucht, feine Striche zu machen. Ich finde, das gelingt sehr gut. Und vor allen Dingen hält dieser Pinsel extrem viel Farbe. Ihr seht hier nochmal die Inktens. Die sind wirklich sehr wertig, sehr kräftig. Die Minen sind etwas dicker und ich bin eigentlich mega begeistert. Die Farben hinten sind nochmal auf dem Ende des Stifts und ja, man kann sie wirklich gut erkennen. Als nächstes kommen meine White Knights in den Kasten und natürlich mache ich auch gleich Farbswatches.
auf die fehlenden Felder, da wo ich die Farben eingefügt habe. Und ich bin so wie immer sehr begeistert von den Farben. Ich mag die einfach sehr. Und das sind wenigstens einfach Farben, die ich noch nicht hatte. Ja, man sollte halt vorher die Farbnummern sich merken oder aufschreiben. Hätte ich hier bei meinen Farbswatches auch einfach mal besser machen sollen, aber okay. Manchmal bin ich ein bisschen verpeilt und naja. Als nächstes probiere ich die Derwent Wassertankpinsel aus und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Also gerade hier auch der Feine oder die Feineren, die haben eine tolle Spitze und man kann sehr, sehr präzise damit malen. Ob die Spitze an sich jetzt viel Wasser hält, sei dahingestellt. Dadurch, dass der Tank hinten dran ist, braucht es das nicht. Aber ich bin begeistert. Was man mit diesen Pinseln ja auch gut machen kann, ist sie direkt mit was flüssiger Wasserfarbe zu füllen oder eben Tinte. Bei Tinte habe ich ein bisschen Angst, dass das nicht mehr rausgeht und die Fasern verklebt. Deswegen würde ich es allenfalls mit Aquarellfarbe versuchen, wenn ich das überhaupt mache. Jetzt nehme ich mal die Ausziehtusche und mache einfach mal mit einem Pinsel goldene Kreise. Der Strich in der Mitte ist von meinen Feintech-Farben das Gold und ich muss sagen, es nimmt sich eigentlich gar nichts und ich bin über den Effekt sehr überrascht. Ich möchte aber nochmal ausprobieren, wie es mit einer Feder ist, also mit einer Schreibfeder oder wie sagt man, einer Tintenfeder. Naja, egal, auf jeden Fall, damit versuche ich es auch nochmal. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich habe nur vergessen, dass das hier auf dem Aquarellpapier, dadurch, dass das natürlich etwas huckelig ist, also nicht so eben wie normales Papier, ist es natürlich etwas schwieriger. Auch der saugende Untergrund könnte ein bisschen problematischer sein, aber ich finde es grundsätzlich eine super Sache. Und ihr habt ja gesehen, das Gläschen ist relativ groß. Ich finde, da hat man echt ewig was von. Ich hoffe natürlich, dass sie auch genauso lange hält, bis das Fässchen dann irgendwann mal alle ist, wenn das überhaupt jemals passiert bei mir. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf für 6 Euro. Super, wenn man bedenkt, was eben Glitzerfarben bzw. Gold und Silber so kostet. Finde ich die ganz gut und werde die auch noch weiter testen. Ja, jetzt kommen wir zu den Museum-Aquarell und mit zu meinem absoluten Highlight, was ich mir hierbei gegönnt habe. Das sind die Carantage Museum Aquarellstifte, sagte ich ja schon, und dass sie besonders lichtecht sind, also mit hoher Pigmentkonzentration versehen. Ich finde, die Stifte sehen auch irgendwie schon schick aus in diesem dunklen Design. Ich fange gleich an, die Farben zu swatchen und ich bin auch von der Weichheit sehr begeistert, was ich bei Carantage fast bei allen Sachen, die ich habe, also ob das die Luminance Buntstifte sind, die Neocolor, Ölpastellkreiden oder Wachskreiden. Die sind alle super weich und super schön pigmentiert. Kann ich immer wieder nur empfehlen. Bei Carantage kann man eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen. Sie haben eine 3,8 mm dicke Mine, was auch schön ist. Also auch absolut ausreichend. Und sie sind aus erstklassigem Zedernholz. Sie sind natürlich wasservermalbar, sonst wären es ja keine Aquarellstifte und sie sind hexagonal, also eckig, nicht rund wie bei der Wend. Was ich aber auch nicht schlecht finde. Ich persönlich würde Aquarellstifte nicht für große Flächen nutzen. Also ich versuche immer mal wieder etwas damit zu zeichnen. Ich habe ja ein ganz klitzekleines Skizzenbuch und dafür finde ich das sehr gut. Aber um ganz große Flächen zu füllen, wäre es für die Stifte zu schade und auch macht ihr euch unnötig Arbeit. Und dann einen gleichmäßigen Farbauftrag hinzubekommen, je nachdem, was ihr malen wollt, ist dann doch, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das müsst ihr aber selber für euch entscheiden und ausprobieren. Ich finde die Stifte so für gewisse kleine Zeichnungsskizzen, eben bis zu diesem A5-Skizzenbuch oder von mir aus auch noch A4, würde ich damit auch komplette Seiten zeichnen. Aber ansonsten ist mir das zu mühsam, muss ich ehrlich sagen. Ihr seht hier, wenn man die Stifte aktiviert, wie wahnsinnig leuchtend die sind. Und das ist echt eine wahre Freude, sich die Farben anzugucken. Ich bin wirklich sehr begeistert. Die lassen sich gut anlösen und haben eben ja einen wirklich tollen, satten Farbauftrag, muss man so sagen. Und ich habe ja jetzt hier noch nicht mal besonders dick aufgetragen.
Auch das Mischen funktioniert wunderbar. Ich habe hier einmal ein paar Farben zusammengemischt. Ihr seht, es gibt einen wunderschönen Regenbogen. Also die Farben laufen super ineinander. Und auf der anderen Seite habe ich mal ein Braun mit dem Weiß ein bisschen gemischt. Auch das funktioniert. Und ich werde jetzt gerade mal mein neues Skizzenbuch einweihen. Obwohl es kein Aquarellpapier ist, denke ich, wird es das aushalten. Das ist eben auch so ein bisschen der Vorteil bei den Stiften. Man kann halt wirklich in Ruhe vorzeichnen und dann mit wenig Wasser daran gehen. Ich habe mir überlegt, ich mal wieder einen Magnolienzweig. Das hatte ich ja schon mal gemacht mit den Action-Aquarellfarben. Auf einem Malpanel, auf so einer Malplatte, was richtig gut funktioniert hat, die Farben. Also bin ich nach wie vor doch relativ überrascht, wie gut die waren oder sind. Und natürlich bei den günstigen Sachen ist es immer so eine Sache mit der Lichtechtheit. Aber darum geht es gerade nicht. Wir gucken uns hier die Museum-Aquarellstifte an und ich muss sagen, ja, die Farben sind so schon sehr, sehr schön und auf dem cremefarbenen Papier von dem Art Creation Sketchbook. Eine wirklich schöne Sache. Ich mache hier die allererste Seite. Ja, wenn ihr euch die Supplies nachkauft, macht ihr überhaupt nichts verkehrt. Ich habe bei den ganzen Sachen, die in dieser Kiste waren, jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist nicht unbedingt sein Geld wert. Die Sachen sind etwas teurer, lasst es euch schenken, so wie ich zum Geburtstag. Ich habe bei der kompletten Bestellung noch gerade 20 Euro draufgelegt. Und das ist noch nicht das Einzige, was ich bestellt habe. Da kommt demnächst noch ein Paket von Bösner. Seid gespannt, habt Spaß mit dem Rest des Videos und ich freue mich natürlich über Tipps von euch und falls ihr Ideen habt für neue Videos. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liken, abonnieren und bis nächste Woche Freitag. Tschüss.